Köpi not for sale. Seit Mitte Januar ist es raus. Der Köpi-Wagenplatz soll am 28. Februar zwangsversteigert werden. Hintergrund dafür sind zum einen die Ausschreibung des Areals um die Köpi als vermeintliches Sanierungsgebiet durch die Stadt, als auch die aktuelle Firmenpolitik der Commerzbank. Ersteres wissen wir seit letztem Sommer. Die Stadt versucht mit so geringen finanziellen Mitteln wie möglich, also so circa 14 Millionen Euro, Investoren anzulocken und das Gebiet, wie sie sagen, seinem Anspruch gerecht werden zu lassen. Das heißt im Klartext nichts anderes als die Vertreibung geringverdienender und Hartz IV bekommender Menschen. Ihre Waffen dazu sind Luxussanierungen, Loft- und Eigentumsbauten und High-Class-Studentenwohnheime. So soll die Köpenicker Straße wieder dem historischen Stadtbild, also noch vor dem Krieg, nachempfunden werden. Alle Brachen und Freiflächen sollen bebaut und die Straße zu einer Flanier- und Partymeile à la Simon-Dach-Straße umgewandelt werden. Der Postvorhof, das riesige Gelände hinter der Köpi, ist bereits an einen Investor verkauft. Hier sollen kleinteilige Wohnungen und ein Lofthaus entstehen. In den Erdgeschossen gibt es Gewerbeflächen, also ein neuer hackischer Markt. Sauber, ruhig und ordentlich. Ein zweiter Grund für die plötzliche Versteigerung ist die gerade stattfindende Umstrukturierung der Commerzbank, die im Grundbuchamt für die Köpenicker Straße 133 bis 37, also Wagenplatz und Haus, eingetragene Gläubigerin ist die Hypo Thekenbank Frankfurt AG, eine Tochterunternehmen der Commerzbank. Wie kürzlich in den Medien berichtet wurde, möchte die Commerzbank sich zu einer rein Privatbank umstrukturieren. Beginnen tut sie damit, rund 500 Stellen zu streichen, nämlich die bei der Hypothekenbank Frankfurt. Gleichzeitig will sie Risikoprojekte wie die Köpi und den Wagenplatz abstoßen. Lohnt sich wohl nicht mehr, beziehungsweise hat es auch noch nie. Wir, die Bewohnerinnen, Kollektive und Projekte aus der Köpi und vom Wagenplatz, denen nicht nur unsere Existenz bedroht. Die vielen Menschen im Sanierungsgebiet zwischen Engeldamm und Heinrich-Heine-Straße erwartet eine große Veränderung, eine schlechte Veränderung. Viele werden umziehen müssen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Genauso wie es in den 6 weiteren Sanierungsgebieten in Berlin geschehen wird. Die Geschichte zeigt, dass eine vermeintlich soziale Stadtpolitik durch eine Gebietssanierung nicht funktioniert. Am Teutoburger Platz zum Beispiel, eines der ersten abgeschlossenen Projekte, wohnen noch gerade mal 16% der alten Bewohnerinnen. Da hilft auch keine Betroffenenvertretung, ein städtisches Gremium, welches von den Anwohnerinnen gewählt wurde, aber kein wirkliches Mitspracherecht besitzt. Denn, Zitat der städtischen Sanierungsverwaltung, die Entscheidungen werden nach den Wünschen der Investoren getroffen. Der Kampf am Schreibtisch ist also mehr oder weniger hoffnungslos. Das Haus mit seinen vielen Projekten und der Wagenplatz gehören zusammen. Sie sind ein Teil der bestehenden Widerstandsbewegung gegen die Verwertungspolitik. Die Versteigerung ist ein weiterer Angriff auf uns alle. Hummelplatz, KVU, Linienstraße, Köpi und alle anderen alternativen und unkommerziellen Projekte müssen bestehen bleiben. Nein, sogar weitere müssen entstehen. Wir rufen zur Solidarität mit allen auf. Köpi und Wagenplatz bleiben Risikokapital. Verhindert mit uns die Zwangsversteigerung am 14. Februar in der Lausitzer Straße. Demonstrieren wir gemeinsam am 22. Februar bei der Wir bleiben alle Demo. Und schließlich am 28. Februar zeigen wir potenziellen Investoren vor dem Amtsgericht Mitte, was wir von ihnen halten, beziehungsweise worauf sie sich bei uns einlassen. Freiheit entsteht als kämpfende Bewegung.